ich wollte mal kurzes Feedback da lassen und zwar zu der Online-Ausbildung, die ich gemacht habe. Die Zeit war auf jeden Fall anstrengend, aber auch sehr, sehr spannend und ist sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Ich habe mega viel dazugelernt. Ich denke, dass ich auch vieles gut umsetzen konnte oder zumindest jetzt auch in naher Zukunft umsetzen werde, weil ich halt weiß, wie sind die Techniken dahinter, was muss ich verändern, um das und das zu erreichen. Ich hatte halt so ein paar für mich Baustellen, die vielleicht nicht jeder so gehört hat. Ich selbst aber schon. Ich bin halt sehr selbstkritisch und neige dazu, mich ziemlich stark selbst zu bewerten. Wo Tanja auch sehr, sehr viel dran zu knabbern hatte und halt auch immer wieder gesagt hat, ich soll aufhören, mich zu bewerten. Wenn, dann bewertet sie und nicht ich mich selbst und hat mir halt auch Ansätze gezeigt, wie ich selber positiver von mir denken. Egal, wer von unserer Truppe welches Problem hatte, sie haben sich die ganze Zeit, ob es Tanja oder Denise war, sie haben sich wirklich die Mühe gemacht, haben verschiedene Sachen probiert. Bei dem einen klappte diese Art, bei dem anderen diese. Und sie haben halt auch nicht aufgegeben, wenn man gemerkt hat, sie hat es immer noch nicht verstanden, da muss noch irgendwas anderes. Sie haben so lange weitergemacht, bis man es hinbekommen hatte, bis man verstanden hat, wie muss ich das anfühlen, damit man es korrekt ausführt. Was ich halt auch schön fand, man hatte halt die ganze Zeit im Hintergrund auch Unterstützung. Das heißt, das Erlernte konnten wir halt einschicken und sozusagen uns aufnehmen, es einschicken und haben den Feedback dazu bekommen. Was ist richtig, was muss anders gemacht werden? Und das war, also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und fand es auch sehr, sehr schön. Ja, und wie Tanja halt auch immer sagt, es ist schon wichtig, dass man sein Handwerkszeug versteht. Und wenn man mit dem Gesang Geld verdienen möchte und ich verdiene damit Geld, möchte ich halt meinen Kunden auch was bieten und fühle mich jetzt einfach besser, weil ich ganz, ganz viele verschiedene Facetten, Effekte gelernt habe, die das Ganze auch für mich ein bisschen leichter machen und nicht, dass man so viele Stunden sitzt und denkt sich, was ist da jetzt das Problem, woran hapert es? Und man presst, ich neige dann grundsätzlich dazu zu pressen und weil man dann einfach nicht mehr weiter wusste. Und wie gesagt, jetzt hat man ganz viele verschiedene Lösungsansätze an die Hand gekriegt und wir können uns weiterhin immer bei Tanja melden und das finde ich halt echt super. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht, ja, und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.